Hallo und guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Schuckibaduki Daily. Sascha, Christian, Angeberwissen haben wir für euch mitgebracht. Ja, machen wir ganz kurz alles heute. Ganz kurz. Hier. Zack, zack, zack. 15. Zack. August, zack. Geburtstagskind? Adel Tawil. Adel Tawil, Musiker, Happy Birthday. Alles Gute. Was hat er gesungen? Lieder. Ja, das ist wirklich, ne? Ja. Ja, Lieder hat er gesungen. Ja. Vom selben Stern, so soll es bleiben. Mit der Annette Humpe. Ja, ich und ich und so. Ich und ich, er war ich und ich. Genau, ja. Und der war das Ich von Ich nicht. Ja, der war das, erste oder das zweite Ich? Ein bürgerlicher Name, Adel Salah Mahmoud Eid El Tawil. Adel Tawil. Ja, Adel Tawil reicht. Ja. Alles Gute. Am 15. August heute ist aber auch Unabhängigkeitstag in Indien. Oh. Seit 1947 wird es gefeiert, vormals britisch, aber jetzt ab dem 15. August 1947 war Indien unabhängig. Am 15. August 1969 fand in diesem kleinen US-amerikanischen Städtchen Woodstock das Konzertchen. Ein Konzert statt. Ja, berühmte Woodstock. Also das war der Jimi Hendrix. Ich weiß schon, was du jetzt wieder denkst. Okay. Ja, Woodstock, 15. August 1969. Das war heute, okay. Also sozusagen. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mhm. Ja. Da war doch auch hier der Cocker Joe. Cocker ist ja ein Joe. Ja. Ja? Cocker. Ist eigentlich im Amerikanischen nicht Cocker so ein bisschen anrüchig? Nee, nur Cock. Nur Cock, aber der Cocker ist derjenige, der auch den benutzt, den Cock. Das ist der Cocker. Ja, das ist der Cocker. Cocker-Spanier. Ja, jetzt ganz anders. Genau. Sehe ich in ganz anderen Licht. Siehst du so einen Cocker Spaniel in einem ganz anderen Licht? Wo kommt denn der Name vom Cocker Spaniel her? Ja. Ach, das war bestimmt von irgendeinem. Vom Joe Cocker, der Hund. Nee, das habe ich jetzt nicht gedacht, aber ist egal, ja. Am 15. August 1914. Ja, 1914. 1914. Ja, knapp vor dem Woodstock-Konzert, also nur mal so 50 Jahre, zum 55 Jahre, wurde der Panama-Kanal offiziell dem Verkehr übergeben. Oh. Ja, der Panama-Kanal war die Wasserstraße, 80 Kilometer lang, die sozusagen durch Mittelamerika führte und dann den Seeweg zwischen New York und San Francisco verkürzte um 15.000 Kilometer gerade mal. Dann sind die nicht mehr ganz unten rum, sondern einmal so. Vorher mussten die unten ums Kap Horn. Ja. Ja, und dann halt wieder nach San Francisco. Genau. Und aber jetzt konnten sie halt direkt zacki um 15.000 Kilometer kürzer ihr Ziel erreichen. Und dabei sind 28.000 Menschen aber zu Tode gekommen. Entweder an Gelbfieber. Bau oder beim Durchfahren? Nee, beim Bau. Beim, so, okay. Bau, beim Bau, beim Durchfahren. Ah, ja, was ist das? Keine Ahnung. Nee. Indianer, kein Bock auf Besucher. Ping, ping. Ja. Nee. 28.000 Menschen an Gelbfieber, Malaria oder sind halt von Felsen erschlagen worden. Ja, so war das halt super. Damals. Ja, das macht man halt so irgendwie. 1914 ist der fertiggestellt bzw. offiziell dem Verkehr übergeben worden. Heute 1914. Ja. Knaller. Knaller. Ja, das war heute der 15. August. Wir sehen uns morgen wieder am 16. August. Da geht es direkt weiter mit Schuckibaduki Daily. Bis dahin könnt ihr den Kanal liken. Ihr könnt einen Daumen hoch uns geben, wenn das Video. Ihr könnt kommentieren. Okay, kommentieren könnt ihr es auch. Sagen, Mensch, hier, Panama-Kanal bin ich schon mal durch oder so. Ja. Oder was war noch? Gelbfieber hier? Hatte ich auch schon mal. Oder ich bin Inder, ich feiere heute meinen Nationalfeiertag. Ja. Ja, alles irgendwie. Oder auch Adel Tawil kann gerne was reinschreiben. Ja, Adel Tawil, du bist eingeladen. Adel, hau rein. Aber nur Kommentare bitte nicht irgendwie sonst irgendwie zu Wort melden. Hab ich keinen Bock drauf. So. Also, wir sehen uns wieder morgen. Tschüss, Sophie.